vorne lacht. Und ich gehe jetzt in den Hyde Park ein bisschen spazieren und telefoniere mit Lars, hab meinen Kaffee mit. Ach, und die Autos sind auch am Start. Ein wunderbarer Morgen. Jetzt nur nicht überfahren lassen. Hey Jemine, nach dem Frühstück habe ich noch ein bisschen Vorlesung geguckt und jetzt eine Stunde mit Damian telefoniert. Aber es war sehr nett, das Update war mal wieder nötig und einfach sehr nett zu quatschen. Und habe nebenbei, aber hier voll gemacht, habe drei meiner Pullis geflickt. So Löcher in Wollpullis, yeah. Und was habe ich noch gemacht? Nägel geschnitten. Und jetzt gerade noch kurz ein halbes Toast mit Erdnussbutter gesnackt und ein paar Trauben. Und jetzt mache ich nochmal weiter mit der Vorlesung und dann mal sehen. Well, lunch is served. Don't judge. So, ich war gerade schnell beim Abendessen und jetzt geht es nochmal zur Uni für ein Treffen der German Society und ach, es war einfach gut, nochmal jetzt kurz rauszukommen. Ich sehe das auch so ein bisschen als Abendausgang. Und genau. So Uni, yeah! Aber wenigstens lief es schon mal ganz gut mit der Essay-Outline und so ein bisschen Arbeit, aber dann steht hier und dann geht's los mit dem richtigen Schreiben und
frühen Pause. Der Kursgruppenchat explodiert mal wieder. Wirklich, worüber sich Gott in die Welt aufregen kann, da kriegt man Kopfweh. Ein weiteres ganz faszinierendes Mittagessen zu Hause. Boah, ich bin zu doof dafür. Kartoffeln, Tomaten und Suppe. That's it. Puh, ich hatte richtig Glück. Ich hätte mir fast den Bus gekriegt, aber er stand an der Ampel und ich konnte noch einsteigen. Und jetzt habe ich oben ganz für mich und fahre Kaffee mit Lisa. Puh, etwas gestresst, aber gut, weil es pisst und jetzt konnte ich doch nicht Fahrrad fahren. Also hätte ich schon, aber ich bin immer wirklich.